Guten Morgen, Internet. Schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr genießt es. Ich hoffe, ihr habt richtig ausgeschlafen heute und seid ready für alle Highlights dieser Woche. Biene dich, meine Nancy. Ich war gar nicht allzu lange. Wusstet ihr, dass Karol Gott, es gibt einen Musikpreis in Tschechien und Karol Gott gewinnt den jedes Jahr. Ja, guck mal, wie der singt. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Das linke, also A-Chile, und das andere ist Peru. Das ist sogar A-Chile. Wow. Das andere ist Peru. Ich wusste das! Ich wusste das! Ich wollte es gerade noch sagen, dass da out wie von Fort Manor oder so, fucking in Houston, diese scheiß Wix-Flagge, da hatte ich sogar mal eine Decke von. Ah, Mann! Von seinem Außer, Zimmer. Also, du warst ja auch an der anderen Ecke dieser ganzen Wohnung. Ja, und diese Wohnung war riesig, viel zu groß. Ich weiß nicht. Ich glaube, so ein richtiges WG-Erlebnis war das nicht. Euer Wohnzimmer, wo einfach nur eine Couch und einfach so ein IKEA-Glaspanel stand, wo nur Kellys Preise drin waren. Und ein Tisch. Und das war's. Und so eine Bar stand da. Und einfach eine Bar. Und die haben wir noch sagen lassen, wo wir eure Wohnung ja am Puff war. Aber diese Wohnung ist original Roman gewesen einfach. Ja. Das ist so richtig so, er hat nur seine Sachen da, die er gerne selber hätte, reingestellt. Und sonst hat sich da niemand drum gekümmert. Du musst wahrscheinlich irgendwann mal so einen Mann kennenlernen, der so richtig gut kochen kann. Und wenn du dann Kinder hast, dann ist das so Daddy. Ja, nicht Daddy. Wenn nicht, bleibst du Papa, immer. Machst du uns was? Daddy, machst du mir was? Eine Portion Nudeln? Mann. Geiler Mann auch. Daddy! Daddy! So. Papa. Wie lange haben wir noch? Ich habe die Äpfel ein bisschen angeleckt, indem ich meinen Daumen angeleckt habe und das dann den wir Apfel angefasst habe. Okay. Ich hoffe auch, dass. Dass dir das leid tut, du Sau. Ich hoffe auch, du Sau, du. Ja, na klar, glaube ich nicht. Wir können das halt machen, wir heute mal ein bisschen. Getränke? Lüft. Wow. Diese Apfelschorle. Natürlich gibt es noch andere Apfelschorlen im Market. Lauchsaft. Nein. Ey, als ob man das nicht entsaften kann. Ey, Lauch kannst du entsaften, aber es ist gesund. Das ist kein Getränk. Natürlich ist es dann ein Getränk. Wenn es flüssig ist, ist es ein Getränk. Oh, aber dann Lauchsaft, kannst du da doch alles hinschreiben. Das ist Lauge immer. Lauge wäre okay gewesen. Hey, du kannst Lauge nicht trinken. Lauchsaft kannst du trinken. Du trinkst doch nicht pure Lauge, bist du wahnsinnig? Lauchsaft kannst du trinken pur. Ja, aber das ist. Aber was macht keiner? Wie, das ist Schwachsinn. Ey, das ist ja, die Saft erste von Lauch. Nein. Sechseinhalb Stunden später. Freddy, dafür drückst du Stopp. Naja, kein Problem. Alle Folgen gibt's jetzt nochmal in voller Länge in einer Playlist. Jette weiß auch gar nicht mehr, was ich hier eigentlich mache. Er malt die ganze Zeit U's auf seinem Würfel. Leute, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch nächste Woche fresh wieder zurück. Freddy schreibt noch ein paar U's bis dahin. Also wenn das deine Lehrerin sieht.